Das war wahrscheinlich eine mittlere Vollkatastrophe für euch alle. Kein Video am gestrigen Freitag. Gestern war der 21.07. und kein Video. Was ist denn da passiert? Naja, ich habe selber Blitzturnier gespielt, die Vereinsmeisterschaften in meinem Schachclub mitgespielt, bin Dritter geworden, habe noch eine Flasche Wein gewonnen und es hat auch Spaß gemacht und das fing an, da haben die noch gespielt in Biel. Deswegen habe ich das nicht geschafft. Macht aber nichts. Ich glaube, ihr seid die wahren Fans und dann verzeiht ihr mir das, dass das Video über Vincent Kaimers Partie gegen Yu Yang Yi 2735 Elo eben erst jetzt kommt. Ja, ich erzähle euch alles. Auch das Blitzturnier, was am Samstag gespielt wurde, ist Thema. Alles weitere im Video. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselais Gunnis YouTube-Kanal. Und wir gucken nach Biel, Runde 4, Vincent Kaimer gegen Yu Yang Yi, diesen wahnsinnig starken chinesischen Großmeister. Und Vincent hatte ja in Runde 3 den Vietnamesen Quang Liem Le besiegen können in einer fantastischen Art und Weise. Und mal schauen, ob er diese Form konservieren konnte, ob er gegen Yu Yang Yi ebenfalls gut abschneiden würde. Nach der Partie kann ich euch sagen, erzähle ich euch noch was über das aktuell laufende Blitzturnier. Das ist ja ein Triathlon. Also die spielen zur Hälfte des klassischen Turniers ein Blitzturnier. Und wie es Vincent da ergangen ist, das läuft noch aktuell, das Blitzturnier. Aber das erzähle ich euch schon mal. Da kann man nämlich schon eine gewisse Tendenz und eine gewisse, ja, ich sag mal, eine Vorentscheidung herauslesen. Aber jetzt gucken wir erstmal Schach, klassische Schach. Vincent Kaimer gegen Yu Yang Yi. Wenn es euch gefällt, ihr wisst das, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts ganz wichtig und unterstützt mich gerne auch mit einer Spende für meinen Kanal via PayPal, so wie es der Volker getan hat und der Steffen. Ne, Steffen, macht Sinn, ich habe es gelesen. Ich darf ja nicht mehr macht Sinn sagen, aber einige sagen, ich soll es trotzdem sagen. Ich soll das sagen, was mir gerade Spaß macht. Ja, das tue ich auch. Macht Sinn, oder? Also, jetzt gucken wir aber Schach, wie gesagt, und Vincent Kaimer eröffnet diese Partie mit D4. Welche Überraschung? Springer F6 und C4. Okay, E6. Und sehen wir mal ein Angebot von Vincent hier in den Nimmt zu Inder zu gehen? Nö. Springer F3, D5. Und ihr alle seht das, wir sind in so einem abgelehnten Damengambit gelandet. Und immer wieder sage ich es, ich habe es ja schon so oft gesagt, aber ich sage es halt so lange, bis die Lichter ausgehen. Springer C3 ist ein Zug, der ist gut, ist normal. Läufer G5 ist ein Zug. Es gibt hier eine Menge Züge, E3 und so weiter. Aber in Modern Times wird halt G3 gespielt, ja. Der Vincent will irgendwie in den Katalanen, ja. Läufer E7, Läufer G2 selbstverständlich. Und da haben wir es dann schon, Rochade von Schwarz. Königin Sicherheit, einmal pro Video. Und Springer C3 und jetzt wird hier auf C4 genommen. Das ist die Grundstellung des sogenannten offenen Katalanen. Und das ist, man muss hier nicht auf C4 schlagen. Es ist heutzutage üblich, das zu tun. Und diese Stellung hat sich immer wieder, also zumindest geht es mir so, als angenehm zu spielen für Weiß gezeigt. Diese Stellung mit Weiß zu spielen, erheblich angenehmer als mit Schwarz zu spielen. Deswegen erschließt sich mir nicht so ganz, warum man diese Stellung mit Schwarz immer anstrebt. Die ist laut Computer natürlich ausgeglichen, ne? Aber ich finde, aus menschlicher Sicht, das zu spielen, ist nicht so einfach. Korrekt zu spielen, muss man dazu sagen. Naja, also, was ist jetzt nach dem Nehmen los? Ja, Vincent spielt Springer E5. Klar, also er befreit sofort seinen katalanischen Läufer hier. Super starker Springer auf E5 macht absolut. Ihr wisst schon. Also C5 hier, der Gegenschlag, das weiße Zentrum angreifen und man nimmt hier raus. Ja? D schlägt C5, Dame schlägt D1 und der Springer nimmt, damit der weiße König noch rochieren kann. Klar. Läufer schlägt C5, Schwarz holt sich den Bauern zurück, Rochade von Weiß und Springer D5. Das ist auch eine Stellung, die ist überhaupt nicht neu.
Die gab es schon bei Nakamura. Nakamura spielt das hin und wieder immer mal ganz gern mit Weiß und so. Diese Stellung, also ich sag mal, diese Variante, die hier passiert ist, ist relativ remisträchtig. Ja, also ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, oh wow, die schwarzen Figuren sind weit vorgeprescht, der Vorposten auf C4 und so. Da steht da Schwarz nicht besser? Nee, nicht wirklich, weil das ist halt auch ein bisschen aufgelockert. Man müsste auch mal sehen, dieser Läufer ist und bleibt ein Superstar auf dem Brett. Dieser Springer, der kommt wunderbar zurück ins Spiel, nämlich zum Beispiel, indem er jetzt nach E3 geht und sofort hier den Springer und diesen Bauern befragt, ja. Und hier ist die große Frage: Wie nehmen wir jetzt auf E3? Also, dass man einmal auf E3 nimmt, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. In der Partie kam Läufer schlägt E3. Was würde denn passieren, wenn man mit dem Springer nimmt? Natürlich nimmt man hier zurück. Und wenn jetzt der Läufer nimmt, dann hat Weiß doch so einen wirklich hässlichen, isolierten Doppelbauern auf der E-Linie. Wie kann es denn sein, dass der Computer Weiß für etwas besser hält hier? Das liegt einfach an der. An der aktiven Figurenstellung und dass Schwarz nicht so wirklich einen Zug hat, der Sinn macht. Der Läufer kann nicht ziehen, ja, er denkt immer dran, der B7 hängt. Der Springer kann aber auch nicht wirklich ziehen, denkt immer dran, ne, tauschen und hier knallt's auf C6. Und Turm D8 wäre eine Möglichkeit, na, dann fressen wir erstmal den C4 weg, wir können die Türme hier hinstellen. Merkt ihr das? Das ist für Schwarz, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, überhaupt nicht einfach zu spielen. Was anderes ist es, wenn man es wie in der Partie mit Läufer schlägt E3 beginnt, die ganze Abwicklung. Läufer schlägt E3 und jetzt könnte man per Zugumstellung erreichen, das, was wir gerade gesehen haben. Oder eben, man lässt das so stehen und spielt Springer C6. Das geht natürlich auch, ja. Aber also meines Dafürhaltens sollte man dann doch hier tauschen. Also es ist nicht so hundertprozentig zu beantworten, wirklich nicht. Da müsste man ganz tief einsteigen mit Engines und ins Endspiel analysieren, wie sich denn dieser isolierte Doppelbauer auswirkt, ob er sich überhaupt auswirkt. Das ist schon ganz schön clever vom Herrn Keimer, ja, das zuzulassen, weil er genau weiß, nö, das passt schon. Ja, und das passt auch. Das ist wirklich, also ist natürlich das Vorbereitung, das ist tiefes Wissen, das muss man einfach anerkennen. Und natürlich beim chinesischen Großmeister genauso, Yu Yang Yi. Der hat halt hier nicht genommen, weil er genau weiß, das wird ein schwieriges Endspiel. Na gut, also Springer C6, Vincent sagt sich, gut, dann fresse ich erstmal den C4, hol mal den Bauern zurück. Turm D8, ja, hatte ich auch schon mal eben kurz angesprochen, Turm FD1, jetzt werden alle Figuren entwickelt. Und hier finde ich auch immer noch Springer schlägt E3, wahrscheinlich das richtige Vorgehen. Der Yu Yang Yi hat hier B5 gespielt. Und wenn ihr mal meine Meinung wissen wollt, ich finde, das ist der falsche Zeitpunkt für B5. Ja, das ist, okay, ich weiß jetzt nicht, ob diese Läuferdiagonale jetzt schon wirklich zu beachten ist. Nur, das Problem ist an diesem Zug, Weiß hat eine wunderschöne Parade-Riposte, ja. Und das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Das muss man so spielen können. Und das finde ich toll von Vincent Keimer, dass er das hier tatsächlich geplant und gesehen und auch ausgeführt hat. B5 greift den Springer an. Klar, sehen wir alle. Wo geht der hin? Das ist die große Frage. Der kann jetzt brav hier irgendwo hingehen und sonst kann er eigentlich gar nirgendwo hingehen. Ja, nach D2 könnte er noch. Das ist nicht the way to go, oder? Der viel bessere Zug ist, ein Läufer G5 einzustreuen. Wir sagen, okay, du greifst meinen Springer an, aber ich schlag deinen Turm. Und was dann passiert, ist Folgendes. Das ist jetzt eine Variante, es ist nicht die Partiefortsetzung. Schaut mal, wenn hier geschlagen würde, Läufer schlägt D8. Und wenn man jetzt hier diesen Läufer auch noch aufisst, ja, dann kommt natürlich E4 und ihr seht, um was es geht. Es geht plötzlich gar nicht mehr um den Läufer, es geht um die Turmdiagonale. Aha, der Springer kann gar nicht ziehen, weil das wäre nämlich mal ein gepflegtes Matt hier unten. Aha, also. Deswegen funktioniert das Schlagen hier nicht, ja, weil man nimmt hier und spielt E4 und gewinnt, ja. Deswegen muss Schwarz F6 spielen. Sinnvoll? Macht Sinn? Sinnvoll? Okay, egal. F6 hier, ein guter Zug, nachvollziehbarer Zug. Und auch hier gilt wieder,
Kreativ spielen, trickreich spielen und den Gegner auf den Pott setzen. Und das ist zum Beispiel hier natürlich nicht der Fall, wenn man diesen Läufer irgendwo hinzöge. Ja, der Springer hängt ja immer noch. Also das geht gar nicht. Das heißt, Vorläufer G5 hier eben, musste man sich schon die Antwort auf F6 einfallen lassen haben. Und die Antwort ist Springer E3. Toll gespielt von Vincent Keimer, wie ich finde, dieses kleine Tricky. Oh, das darf ich auch nicht mehr sagen. Ach Gott, ich darf nicht mehr Macht Sinn sagen, ich darf nicht mehr Tricky sagen. Ich sag's aber trotzdem, weil ich das bin und nicht ihr. So, also, das ist gut gespielt von Vincent Keimer, kreativ gespielt. Und jetzt kann man hier nicht den Läufer, also können, man kann immer alles, aber wenn man hier den Läufer nimmt, ja, dann schlägt Schwarz auf D5, ja, und das Wiedernehmen E schlägt D5 hat zur Folge, dass Läufer schlägt D5 kommt und hier plötzlich der Springer ein Problem bekommt. Also, es funktioniert alles, so muss man sagen. Deswegen Springer E3, man kann hier nicht nehmen, warum nicht? Also, das muss ich auch noch zeigen. Dann nehmen wir natürlich auf D8, Springer nimmt D8, Entschuldigung, Läufer nimmt A8. Ach, immer wieder diese katalanischen Geschichten, ja. Also, Springer E3. Aber besser ist es natürlich hier, Springer C nach E7 zu spielen und mal das hier nochmal zu verteidigen. Der Läufer hängt ja auch noch, der muss jetzt tatsächlich ziehen. Oder aber man tauscht hier zwischen auf D5. Das hat Vincent auch getan. Jetzt muss der Läufer ziehen nach D2. Also, Yu Yang Yi hat ebenfalls sehr gut gespielt und hat das alles korrekt gespielt und ist nicht im Nachteil hier. Stellungsmäßig vielleicht ein bisschen materiell nicht. Er spielt hier F5, ja, das kann man machen, das ist ein guter Zug. Läufer A5 greift den Turm an und der geht nach D7. Das ist, ihr seht ja, materiell völliger Ausgleich. Völliger Ausgleich, aber strukturell ist es eine bessere Stellung für Weiß, ja, trotz gleichem Material. Der Läufer steht immer noch auf C8, der Turm steht auf D7, die Bauern hier sind etwas, ja, weiß ich nicht, also zumindest der E6 rückständig, ja. Der Läufer wirkt weiterhin sehr, sehr stark. Der Turm kommt auf die C-Linie hier. Also, ne, das ist eine bessere Stellung für Weiß, ob man das umsetzen kann in einen Sieg. Der steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, Computer empfiehlt hier zum Beispiel Züge wie Turm E1. Ja, was ist das? Aber okay, mit der Idee E4 durchzusetzen. Aber gut, Vincent spielt Turm D4. Und der chinesische Großmeister antwortet mit Läufer B7. Endlich ist auch dieser Läufer im Spiel. Ja, das wird ja höchste Zeit. Jetzt kommt Turm E1, ein guter Zug. Man möchte unbedingt E4 spielen, klar. Turm E8, auch der zweite Turm von Schwarz kommt ins Spiel. H4 hier von Vincent. Also auch wieder typisch Vincent Keimer. Ja, er sichert erstmal alles ab. Also er macht hier jetzt nicht irgendwelche wilde, fiese Madenten und Faxen. Erstmal wird die Stellung konsolidiert, alles wird abgesichert und dann mal gucken, wie man den Gegner besiegen kann. Turm E7 hier, okay, Turm ED1, ist ein bisschen lavieren, nimm mal E4 androhen, dann doch nicht, Turm D1 spielen, Läufer C6 und Turm D3. Also ist noch nicht so wirklich der Plan zu erkennen, wie man Schwarz hier besiegen kann, aber Vincent hat jetzt auch nichts kaputt gemacht. Also die Stellung ist weiterhin besser für Weiß. Aber natürlich, ich habe es ja schon gesagt, zu gewinnen nicht so einfach. Erstmal A6, und dann diesen Bauern nochmal verteidigen. Und Vincent spielt Turm 3 nach D2, lässt sich hier Zeit. Also der Läufer geht wieder nach B7 zurück. Der Turm geht jetzt dann doch auf die C-Linie. König F7, okay. Und Turm D nach C2. Also Vincent hat jetzt die C-Linie unter Kontrolle. Ob sie ihm was bringt, mal gucken. H6. Vincent spielt wieder Turm E1. Ja, es wirkt so ein wenig ratlos. Es ist aber nicht wirklich ratlos. Es ist nämlich überhaupt nicht, wie soll ich sagen? Also Vincent weiß genau, was er tut. Ja? Er tauscht jetzt erstmal diesen Läufer ab auf B7. Turm schlägt B7, okay. Und Turm C6. Und das ist der Schlüssel. Ich will nicht sagen, dass die weiße Stellung gewonnen ist. Nein, aber sie ist besser. Und das liegt an der Aktivität der Figuren. Wie oft habe ich es euch schon erzählt? Aktive Türme gegen einen passiven Turm. Das ist immer ein Vorteil. In der Regel ist das ein Vorteil.
Und man sieht das hier auch wunderbar. Jetzt hängt der A6, das heißt, Schwarz muss seinen Turm noch passiver stellen. Er muss nämlich diesen Bauern decken. Mit diesem, ich sag mal, notwendigen, aber schrecklichen Zug, Turm A7. Ja? Jetzt kommt der zweite weiße Turm dazu. Wir sehen schon die Kontrolle, die Vincent Keimer über die Partie hat. Ja? Natürlich stemmt sich Schwarz dem entgegen. Ja? Und jetzt wird ein Turmpaar abgetauscht. Hier nimmt man natürlich mit dem Springer. Aber die Folge ist eben, dass dieser Turm so passiv steht. Und das macht das schwarze Spiel so schwierig, ja. Erstmal wieder konsolidieren, B3, Springer F6, F3 nimmt dem Springer hier auch die Felder, wie ihr seht. Wunderbar. Der kann nach D5 zugegeben, aber König F2 nimmt dem Springer auch noch die letzte Option. Der geht wieder zurück, greift den Turm an, aber der Turm sagt sich, boah, ich bleib hier auf dem A6. Ja, du stellst deinen Turm schön passiv. So ist es nämlich auch. Springer D5, Turm D6 und jetzt ist man dieser Springerschaukel aus dem Weg gegangen. Dafür geht aber König E7 und der Turm, was macht denn der? Nein, der geht natürlich nach D8. Jetzt ist der A6 nicht mehr angegriffen, aber der Turm ist echt nervig, oder? Der kann mal hier hin, der kann mal hier hin. Und der Läufer kann mal eindringen und was weiß ich nicht. Also der hat Optionen, lassen wir es so ausdrücken. Springer F6, Turm B8, ja, gerade schon mal erwähnt, und König D6, okay. Und das ist der Hammer. Ich muss hier an der Stelle mal einen Schluck Tee nehmen. Ist jetzt nicht super spektakulär, oder? Aber es ist extrem genau gespielt von Vincent Keimer. Also bis hierhin kann man eigentlich fast gar nicht besser spielen, oder? Also ich nehme mal einen Schluck Tee. Und ihr sagt mir, warum der letzte schwarze Zug, König D6, so schlecht ist. Diese Stellung ist jetzt glatt gewonnen für Weiß. Glatt. Plus 4. Warum? Genau die richtige Temperatur. Fantastisch. Warum ist der Zug nicht gut? Diese Stellung ist gewonnen für Weiß, weil Weiß jetzt einfach Läufer B4 spielen kann. Und dem König fragt, wohin gehst denn du? Also ich denke mal nicht, dass der sich hier vorne verlaufen will. Er geht natürlich nach C6. Und dann, hier muss man wirklich Fingerspitzengefühl, vielleicht das falsche Wort, aber man muss hier so genau spielen. Ihr seht ja, guckt mal, die Stellung ist materiell völlig ausgeglichen und das ist doch nicht wirklich eine Gewinnstellung für Weiß. Doch, es ist eine. Das ist faszinierend. Vincent spielt erstmal Läufer C3 und droht hier reinzuschlagen und dann sich hier alles abzufressen. Ja, also das ist ja leicht zu erkennen. Deswegen verhindert Yu Yang Yi das mit Turm F7. Okay, Läufer stellt sich zentral. Ist übrigens nicht der beste Zug, ja, Läufer B2, egal. Läufer D4 stellt sich zentral, der König greift den Läufer an. Der Läufer zieht sich nach B2 und bleibt auf dieser sehr unangenehmen Diagonale aus schwarzer Sicht. Ja? König geht nach C6 und Schwarz fragt Weiß, wie willst du das jetzt machen? Läufer D4 und König D5. Ja, wie jetzt? Remis oder was? Turm D8 Schach. Übrigens, ich kann euch sagen, das ist der 45. Zug, die Zeitkontrolle ist geschafft. Ja, also die beiden Spieler sind nicht in Zeitnot, haben beide noch 40 Minuten auf der Uhr, alles gut. Also Turm D8 Schach. Und wo geht der König hin? Naja, der Springer kann dazwischen gehen. Springer D7 ist auch passiert. Der Läufer zieht sich wieder zurück, bleibt auf dieser schönen Diagonalen. Die verschließt Yu Yang Yi mit E5. Aber vergessen wir unseren aktiven Turm nicht. Der kann mal wieder nach A8 flitzen und sagen, hey, was ist mit dir, A6? Ich nehme dich. Also, Springer C5 deckt den Bauern. Und die Idee ist, Weiß hier zu B4 herauszufordern. Das wäre allerdings nicht gut, weil dann hat man Tempo auf den Läufer. Das ist nicht gut. B4 ist eine Provokation der Zugspringer C5 nach dem Motto: Spiel doch B4, dann spiel doch B4. Und dann kommt aber Springer A4. Deswegen ist es besser, Läufer A3 zu spielen. Und jetzt droht Weiß, diesen Springer einfach zu nehmen. Und dann fängt der Turm an, hier mal die Ernte einzufahren. Ja? Also deckt Yu Yang Yi diesen Bauern. Gut. H5. Gemächlich, gemächlich, gemächlich. Also, ne, Vincent macht alles richtig. Das ist positionelles Schach vom Allerfeinsten, liebe Leute, vom Allerfeinsten.
Ja, und Schwarz muss immer irgendwas ziehen. Das ist gar nicht so einfach. Turm C6 hier, okay, vielleicht, ja. Und Turm A7, man gestichelt rein, schon wieder gegen diesen Bauern gestichelt. Ja, und den kann man gar nicht mehr decken. Warum nicht? Deswegen war ja H5 da, damit der Turm hier nicht hin kann. Also bleibt nur G6, einziger Zug. Und Turm F7, super stark, nach dem Motto, nimm doch hier, dann nehme ich hier. Passiert auch, Turm schlägt F5 und Springer D7. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt hat es Vincent dann geschafft, die schwarze Stellung in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Jetzt liegt die, wie sagt man, die Beute auf dem Tisch und der Vincent hebt sie auf und stopft sie in sich rein. Also martialischer Vergleich, aber entschuldigt mich dafür bitte. A5, okay. Kann man das noch verteidigen? Läufer E7, A4. Also Yu Yang Yi sucht halt verzweifelt Gegenspiel. Vincent spielt so gut, ja. Turm H1 auch wieder, bester Zug am Brett. A schlägt B3, A schlägt B3, jetzt E4. Ihr müsst euch mal vorstellen, Entschuldigung, nicht E4 von Weiß, von Schwarz. Ihr müsst euch mal vorstellen, der weiße E-Bauer steht im 56. Zug noch immer auf seiner Ausgangsposition. Also es geht auch ohne E4. Ja, habe ich noch nicht in den Kommentaren gelesen. Ja, und nochmals ja. Also, jetzt spielt Schwarz E4, F4. Natürlich, ihr seht jetzt schon hier, hier wird ein Freibauer entstehen, völlig klar. Turm E6 greift den Läufer an, der geht nach D8. Computer findet das nicht lustig, der will erst das Schach geben, aber okay. Ja. Turm E8 greift den Läufer an und jetzt gibt es einen Schach von der Seite. Turm H5, okay. König D4 und Läufer A5, den muss ich natürlich retten. Es bleibt ein Trümmerfeld. Die schwarze Stellung ist glatt verloren und man muss es technisch umsetzen. Springer F6, Turm schlägt B5, da ist der nächste Bauer. Jetzt sind schon zwei Freibauern oder zwei mehr Bauern. Springer G4, König G2, König dringt ein, König E3. Ja, vielleicht hier geht dann doch noch was. Nö, den können wir ja einfach decken mit König F1. Warum denn nicht? Ja, der Turm versucht natürlich hier fürchterliches Unheil anzurichten, ne? Weil hier muss man völlig aufpassen. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist, dass Weiß diesen schönen Trick Turm C5 hat. Ah, das ist eigentlich, ich hätte euch fragen sollen, wie verhindert Weiß das Eindringen des Turmes? Aber ja. Gemein, oder? Weil, schaut mal, wenn man hier nimmt, kommt jetzt, kam nicht in der Partie, ja, dann natürlich hier der Spieß, die Fessel, König deckt den. Das ist es. Ja, das ist es, liebe Leute, und das ist wunderbar. Also, Turm C5, boshaft und gemein, im schachlichen Sinne natürlich nur. Ja, das bringt, also ich kann nicht nehmen, Turm B8, ne? Jo, und jetzt halt mal Turm D5, hier, warum nicht? Turm D5, und jetzt kann man schon wieder nicht nehmen hier. Warum kann man nicht nehmen? Ja, das ist ein Matt. Also, Vincent mit allen Wassern gewaschen, ja. Springer H2 Schach, König geht nach E1, Springer F3 Schach. Yu Yang Yi versucht auch wirklich alles, ne? Den nehmen wir natürlich raus, der König nimmt. Und ja, push him, Baby. Hier, darf ich es einmal, ne? Push him, Baby. E3, F5, Turm C8. Oh, Vorsicht! Drohung? Nein, nicht wirklich eine Drohung. Ich spiele wieder Turm C5, ja. Und Turm F8, Turm C4. Und an der Stelle hatte Yu Yang Yi keine Lust mehr, hat im 71. Zug die Partie aufgegeben. Irgendwelche Fragen? Also, sehr genau. Man kann kaum besser spielen. Also, das ist wieder so ein Centipawn-Loss von 10, ne, mit einer Ungenauigkeit oder irgendwie sowas. Also, das ist positionelles Schach, gewürzt mit ein paar taktischen Finessen vom allerfeinsten. Und Vincent Kaimer ballert die nächsten 2.37er hier von der Platte und hat jetzt wieder die 2.700 Elo überschritten. Also, bravo, Vincent Kaimer, fand zwei fantastisch gute Partien. Das muss man wirklich sagen. Da darf man sich auch mal freuen und auch mal loben. Und wir kritisieren ja oft genug. Aber das war fantastisch. Nicht so gut lief es bisher im Blitzturnier. Das habe ich euch ja eingangs des Videos gesagt. Oh, Vincent ist mit 0 aus 3 in das Blitzturnier gestartet. Das lief mal gar nicht. Also, er hat sich dann ein bisschen erholt, aber so nach 11, ich glaube, 11 von 14 Runden sind gespielt zur Zeitpunkt der Aufnahme hier. Und Vincent Kaimer
lag auf dem vorletzten Platz. Ne? Das war also nicht so prickelnd. Ja? Ist jetzt nicht so wichtig, auch nicht so schlimm. Nur wenn er im klassischen Schach so weiterspielt, mein lieber Freund, also dann hat er auch die Chancen, den Großmeister-Triathlon zu gewinnen. Also, ich bleibe für euch am Ball. Es gibt natürlich jetzt keine Tagesverzögerung mehr. Ja, also, ne? Nochmal, ich habe selber Blitzturnier gespielt, das brauche ich ab und zu auch mal. Also, in diesem Sinne, liebe Schachfans, liebe Chess-Alice-Fans, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, ihr lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Ich sage dafür herzlichen, herzlichen Dank. Und nochmal an der Stelle, wenn das derjenige noch hört, an den Jörg Michael Müller ein dickes, fettes Dankeschön für die Unterstützung dessen, was ihr in Kürze sehen werdet. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.